Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider 3. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Nono für Arme erledigt und klettern hier jetzt wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskommen. Wo bin ich hier? Oh, hier, okay. Das ist wenigstens halbwegs mitgedacht. Das feiere ich. Was bringt denn jetzt dieser Knopf? Nee, das nicht. Hi. So, Wiedersehen, nervt mich nicht. So. Und so. Oh, habe ich den schon gedrückt? Und der ist nicht aufgegangen. Das ist merkwürdig, aber okay. Damit gebe ich mich vorerst zufrieden. So. Gut, jetzt müsste doch theoretisch der dritte Raum auch auf sein, oder? Ich glaube, das war ein Fehler. Der Raum ist nämlich nicht auf. Beziehungsweise er ist auf, aber ich habe den Hebel noch nicht gedrückt. Ach, es ist so nervig gerade. Und so umständlich. Einfach furchtbar. Okay, jetzt hier, mach diesen. Danke. Und jetzt sollte es hier doch. Genau, hier ist es jetzt schon mal voll. Und wie sieht es jetzt in dem dritten Raum aus? Ich höre Wasser, ja. Okay, hier ist es jetzt auch voll. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet. Vorsichtshalber mache ich mal auf diesen. Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich hier getan habe. Ich glaube, ich bin unschuldig. So. Und hier kam ich nicht, oder? Nö. Was tut es? Wow. Ich kann den Alarm deaktivieren. Super. Oh. Das war ein Fehler. Okay, zum Glück habe ich hier gespeichert. Okay, der Typ sieht mich und macht dann irgendwie Trouble. Muss mir dann gleich irgendwie einen anderen Weg suchen. So, okay, der ist schon mal down. Der Knopf ist jetzt auf. Jetzt müssen wir nur irgendwie einen Weg zurückfinden. Ah, okay, hier könnte es funktionieren. So. Okay. Wo kletter ich hier hin? Da scheint irgendein Weg zu sein. Mann, dass die immer zu zweit sind, das nervt voll. Und wo ging es jetzt in die andere Richtung hin?
Nee, nee, nee. Das lasse ich nicht mit mir machen. Mm-mm. Da unten geht's nämlich noch da rein für das Medipack. Das hole ich mir natürlich. So, Dankeschön. So. Mann, das Medipack wollte ich haben. Was ist denn das für eine Frechheit? Jedes Mal so einen Absturz zu schieben. So, erstmal muss ich die erledigen. Stirb. So. Lebt die noch? Nein, okay. Mann. Ich bin schon wieder so kompetent heute. Also heute ist echt brutal. So. Die nächsten Folgen nehme ich dann auch wieder halbwegs ausgeschlafen auf. Ich verspreche es. So. Den gleichen Fehler mache ich nicht nochmal. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Im zweiten Becken. Okay. Ich denke mal, ich muss da in den Boden rein, oder? Oder auch nicht. Ich würde vielleicht nochmal hier an diesem Ding ziehen. Ist es jetzt auf? Hallo? Naja, immerhin ist es auf, ne? Nee, der hat nichts gedroppt. So, der Schalter hier ist jetzt auf. Nein! Boah, ist das wieder laut, ey. Da hat man direkt wieder richtig Bock. So, ist hier jetzt Wasser drin? Ja. Okay, das hilft mir schon mal weiter. Und ist in dem zweiten jetzt Wasser drin? Und ist vielleicht sogar unten dieser Boden auf? Okay, hier ist schon mal Wasser drin. Und der Boden ist auf, okay. So, dann gehe ich da jetzt einfach mal so leichtgläubig rein. Hier liegt schon mal so ein Zeug rum. Und hier geht es irgendwie nach oben. Nutzen wir das jetzt irgendwie so als Lift oder was? Oh, das ist hier sogar halbwegs hübsch. Aber wer hat denn sowas? Das ist ja richtig, richtig strange. Wer hat denn sowas in seiner Bude? Wie bin ich hierher gekommen? Na los, nimm es. Nimm es. So. Da haben wir jetzt nichts. Okay. Hier geht's schon mal hoch. Das bringt mir jetzt nicht so viel.
Schauen wir mal hier. Hier ist schon mal irgendwas drüber. Das kann schon mal helfen. Hier ist auch wieder nichts. Ich habe, glaube ich, einfach irgendwas im Wasser übersehen. Wir müssen wahrscheinlich den Pegel oder so erhöhen. Das könnte ich mir vorstellen. Nichts. Und hier auch nicht. Ah, okay, da geht's hoch. Da war ich noch nicht. Perfekt. So. Hi. Hör mal auf. Der ist ja mal interessant gestorben. So. Oh, zum Glück habe ich noch gespeichert. Na gut. Schauen wir uns das mal an. Ah, okay, wir sind jetzt bei dem Kran. Und wir sind in Maschendrahtzaun gefangen, der nur nicht richtig dargestellt werden kann. Nice. Hier isst man doch gern. So. Boah, wie der Boden da unten backt, ey. Das sieht echt furchtbar aus. Kann ich da nicht irgendwie... Nee. Allerdings gibt es dort einen weiteren Weg. Ich speichere hier auch einfach mal kurz. So. Okay. Okay. Wo bin ich hier? Ich möchte hier eigentlich gar nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Und wie soll ich da jetzt rankommen? Ja gut, damit habe ich irgendwie gerechnet. Aber da gab es doch keinen Weg rein, oder? Ich schaue einmal kurz. Aber ich denke, das wird tatsächlich nichts. Davon können wir uns verabschieden. Aber jetzt sind wir immerhin schon mal hier. Das ist schon mal ganz nice. Oh oh. Oh oh. Er verfolgt uns. Stirb. Mann. Okay, ich glaube aber, wir haben jetzt schon mal so das, was ich an dem Level am meisten gehasst habe, geschafft. Und das soll was heißen. Ja, doch, von da kamen wir, okay. Dann kamen wir auf den Kran. Ich denke mal, dass da oben wird da nur ein Secret gewesen sein.
Aber ich hätte irgendwie gedacht, man kommt noch nach da hinten zu diesen Ketten. Hätte ich drauf schwören können. Aber ich denke mal, wenn ich von hier aus einfach auf den Kran draufspringe, wird mir das nicht viel bringen. Genau. Dementsprechend lassen wir das einfach mal. Und dann beenden wir den Level, denke ich mal, auch gleich. Ich glaube, die Cutscene, die jetzt gleich kommt, war auch so ziemlich die erste, die ich jemals auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Da werde ich so ein bisschen sentimental. Und ich finde es echt weird, dass ich mich daran noch erinnere. Was ist hier? Und... Ich weiß es nicht. Aber da hätte ich die wahrscheinlich nicht hochbekommen, ne? Nee, das ist die einzige, die so wirklich gerade geht. Das hier wird doch nicht umsonst sein. Ich bitte euch. So. Ich wusste es. So. So. Passt. Aber so können wir schon mal hier rüber gehen. Obwohl, rutscht sie? Ja, sie rutscht. Okay. Dann müssen wir hier einmal speichern. Aber geht sie überhaupt noch irgendwohin weiter? Das sieht noch ganz okay aus. Was haben wir hier? Nichts. Und nun? Irgendwie sehe ich da nicht so viel. Ja, komm. So, wir haben da oben jetzt ein bisschen was eingesammelt. Wir verlassen die Level jetzt einfach. Wir laufen hier noch einmal drumrum. Schauen uns das noch einmal an. Hier gibt es aber jetzt auch nicht so viel Spannendes, wie wir sehen. Ja, ist eher langweilig, glaube ich. Oh, oh, okay, das war knapp. Das war knapp. So. Dann einmal zurück und nach da oben. Gut. Dann speichern wir. Und gehen nach da vorne. Und danach ist der Level auch schon zu Ende. Also es wird jetzt sehr spannend. Auftraggeber. Was? Du weißt schon. Keine Ahnung, ehrlich, wen meinst du? Wer ist dein Auftraggeber? Miss Sophia Lee! Wer ist das? Was macht sie? Keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich erschieße nur Leute für sie. Eine löbliche Arbeitsmoral, schätze ich. Oh ja, ich bin mit Herzblut dabei. Wie mein Dad früher und vor ihm sein Dad. Wie alt ist diese Miss Lee? Weiß nicht. So Ende 20, Anfang 30? Natürlich. Tja, für manche Leute so wie sie kriegen wir noch einen Bonus dazu. Du schmeichelst mir. Von deinem Kopfgeld könnte ich sogar in Rente gehen. Dann solltest du vielleicht auf die Klappe. Fröhlichen Ruhestand. Ja, fröhlichen Ruhestand, das trifft's gut. Wir haben kein Midi-Pack benutzt und ich habe 0 von 5 Secrets gefunden. Läuft, würde ich sagen. Ja, wir schauen uns mal noch den nächsten Level kurz an. Aber ich glaube, so im Groben und Ganzen... war das hier ja ganz interessant.
Gut, wir sind hier jetzt irgendwie in einem strangen Platz und an der Stelle beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann werden wir einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ihr seht schon, das Ganze sieht hier sehr interessant aus. Und ich weiß auch noch ganz genau, was hier tatsächlich kommen wird. Steht da ja schon so grob. Wer das Logo kennt, ihr wisst Bescheid. Hallo? Willst du mich anzünden? Zündet er mich an? Er haut mich. Er hat mich angezündet. Frechheit, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.